Tatsächlich, Carsten, ja, jetzt ist bei mir Anke Rehlinger, die Wahlsiegerin. Schön, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Abend. Ja, haben Sie mit einem solchen Wahlsieg gerechnet? Na, das ist schon ein außergewöhnliches Wahlergebnis, das wir hier als SPD erreicht haben. Die Umfragen haben uns ja ohnehin schon ganz gut im Rennen gesehen, aber dass es am Ende doch noch so deutlich wird, ist schon ein bisschen überraschend, wenngleich die Stimmung im Saarland schon die ganze Zeit sehr, sehr gut gewesen ist. Aber was glauben Sie, woran lag es jetzt letztendlich? Warum haben die Saarländerinnen und Saarländer ja so deutlich auch SPD gewählt? Sie haben schon erkannt, dass wir in den letzten Jahren als SPD und damit Teil dieser Landesregierung gute Arbeit geliefert haben in wesentlichen Bereichen Bildung, Umwelt, Klimaschutz, aber eben vor allem auch in dem wichtigen Bereich Wirtschaft, Arbeitsplätze und vor allem auch bei den Ansiedlungen auf der einen Seite. Dann haben wir uns überlegt, wie soll die Zukunft in diesem Land aussehen. Auch das scheint überzeugt zu haben und vor allem haben uns die Menschen es geglaubt. Wir haben sehr, sehr hohe Kompetenzwerte, wir haben aber auch hohe Glaubwürdigkeitswerte und das ist natürlich wichtig, zusammen mit einem schönen Paket von Kandidierenden, die auch mit ihren Lebensläufen für ganz viele unserer Inhalte stehen. Und wenn es dann noch Unterstützung aus Berlin gibt, dann hat man einen schönen Rückenwind und ein sehr, sehr komplettes Paket, das ja ganz offensichtlich ganz viele auch in diesem Land überzeugt hat, wofür ich natürlich sehr, sehr dankbar bin. Unterstützung aus Berlin, sagen Sie, glauben Sie, es hat auch so eine Art Scholz-Effekt da geholfen? Und das Saarland hat ja schon im Herbst rot gewählt, wenn man so will. Also wir haben alle 52 Gemeinden bei dieser Bundestagswahl gewonnen. Das ist ein toller Erfolg gewesen und daran konnten wir jetzt anknüpfen. Und ich finde, ja, die Arbeit von Olaf Scholz als Bundeskanzler zusammen mit denen, die in der Regierung Verantwortung tragen, sie gibt den Menschen die notwendige Sicherheit, die man in solch bewegten Zeiten auch braucht. Und sowas hilft natürlich auch im Ergebnis. Aber es war auch das Willy Brandt-Haus, es war die Unterstützung, die dort stattgefunden hat, die uns natürlich auch mitgeholfen hat, neben der eigenen Stärke, die wir jetzt in den letzten Jahren ja ganz offensichtlich aufbauen konnten. Man muss natürlich noch das Endergebnis abwarten, aber derzeit könnte es auch so laufen, dass die SPD auch alleine regieren könnte. Jetzt würden Sie sich noch einen Koalitionspartner suchen und wenn ja, wen? Na, in der Tat sollten wir natürlich die Ergebnisse abwarten. Es ist ja noch nicht ganz klar, wer jetzt wirklich von den kleinen Parteien drin ist und wer es eben nicht geschafft hat. Aber ganz unabhängig davon bleibt es bei der Zusage, die ich vor der Wahl den Saarländerinnen und Saarländern gegeben habe, dass für mich ganz entscheidend ist, die Stabilität der künftigen Regierung angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist das der Maßstab, entlang dessen ich auch Entscheidungen treffen möchte. Dabei braucht es natürlich mathematische Ergebnisse. Die sind nicht mehr ganz so kompliziert. Aber es braucht vor allem auch Vertrauen und Zutrauen in handelnde Personen, aber auch in Parteistrukturen dahinterliegend. Und das werden wir uns dann, wenn es erforderlich ist, dann auch im Rahmen von Sondierungsgesprächen oder Koalitionsgesprächen genau angucken. Ich würde, falls das notwendig ist, gerne nächste Woche schon zu Sondierungsgesprächen einladen. Denn mir ist wichtig, dass wir jetzt zügig in eine Regierungsbildung eintreten können, so rum oder so rum. Und vor allem in der Zwischenzeit auch den Saarländerinnen und Saarländern mit auf den Weg geben können. Noch diese aktuell gewählte Regierung wird trotzdem, dass es jetzt möglicherweise zu Veränderungen kommt, stabil weiter regieren. Die Pandemie ist nicht weg und wir müssen auch weiterhin unsere Flüchtlinge willkommen heißen. Das wird auch von dieser jetzigen Regierung noch so gehandhabt werden. Das habe ich auch bereits mit Tobias Hans so besprochen. Die SPD regiert ja tatsächlich schon seit 10 Jahren mit als Juniorpartner in einer großen Koalition. Was wird denn jetzt überhaupt anders? Naja, man muss nicht alles anders machen, aber vielleicht das eine oder andere besser und ein bisschen mehr davon. Das ist zumindest unser Anspruch. Ich habe gesagt, dass ich als Ministerpräsidentin, wenn mir die Saarländerinnen und Saarländer ihr Vertrauen schenken, das Thema Arbeitsplätze wirklich zur Chefinnensache machen möchte. Es ist das Thema, das die Menschen am meisten bewegt, in einem Land mit Strukturwandel auch ganz, ganz wichtig. Und das aus der Staatskanzlei heraus vorzudenken, zu koordinieren innerhalb der Landesregierung, aber eben auch mit den wichtigen Akteuren außerhalb der Landesregierung, das ist mir ein großes Anliegen und dem würde ich mich gerne auch stark annehmen. Dankeschön. Das sagt Anke Rehlinger, die SPD-Spitzenkandidatin und Wahlsiegerin an diesem Abend. Isabel, danke nach Saarbrücken auch für das Gespräch mit Anke Rehlinger.